Moin zusammen. In diesem Video möchte ich in das Thema Vererbung einsteigen, ein sehr wichtiges Thema der Objektorientierung, wobei Vererbung alleine nicht unbedingt eine Motivation für die Objektorientierung ist. Wir werden das aber schrittweise dafür nutzen, uns dem Thema abstrakte Klassen und dann insbesondere dem Thema Schnittstellen zu nähern. Bei den Schnittstellen nebenbei muss man klar sagen, das ist das allerwichtigste Thema der Objektorientierung, deutlich wichtiger als zum Beispiel Vererbung alleine selbst. Das zweite wichtige Thema haben wir eigentlich schon gemacht, das ist die Kapselung eben, dass man eben Methoden zusammenpackt mit den Objektvariablen und nur über Methoden auf Objektvariablen zugreift. Ja, gucken wir uns mal das kleine Einstiegsbeispiel an, was ich hier habe. Ich habe eine Klasse geschrieben, Tier. Gucken wir uns das mal an. Tier hat einmal ganz einfach nur einen Namen, soll das Tier dann bekommen können. Und ich habe hier noch eine Objektvariable Ein- und Ausgabe, da ich einfach nur mal eine einzige Variable davon haben wollte. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben einen Konstruktor, der kriegt einen String übergeben, der dann in den Namen eingetragen wird. Wir wissen implizit, der parameterlose Konstruktor ist nicht mehr da und ich habe ihn auch nicht programmiert. Es gibt zwei Methoden, atmen, da wird ausgegeben, dass das Viech atmet und dann eben fliegen, wird ausgegeben, dass das Viech nicht fliegen kann. Zwei einfache Sätze und eine toString-Methode, die gibt einfach aus Tier Doppelpunkt und dann den Namen des Tieres. Ja, Set und Methoden und Get-Methoden für den Namen habe ich ja auch noch stehen. Für IO habe ich das nicht. Das ist erstmal so die Grundstruktur. Hat noch nichts mit Vererbung zu tun. Ist irgendwie so Anfang der Objektorientierung. Dazu habe ich noch eine zweite Klasse, Vererbungsanalyse. Die macht zurzeit auch nichts mit Vererbung. Da gucken wir mal kurz drauf. Sehen dran, dass ich zunächst ein überflüssiges Import habe, aber oder überflüssigen. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Kommen wir später drauf. Und ich habe eine Klasse geschrieben und eine Klassenmethode Analyse. Sie sehen, ich bin fauler geworden. Ich erzeuge jetzt keine Objekte davon und sage mal, ja, ich brauche davon nur ein einziges Objekt. Und wir sehen drin, da ist auch eine Ein- und Ausgabe und dann erzeuge ich ein Tier namens Ätna. Und dann sehen wir drin, dass Atmen und Fliegen mal aufgerufen wird. Das Ergebnis dazu, wenn ich die Analyse aufrufe, ist auch nicht wirklich überraschend. Sehen wir hier dran, Ätna atmet und Ätna fliegt nicht. Ja, das ist soweit so gut. Das ist erstmal noch nichts Besonderes. Darf es nicht sein. Falls Sie irgendwas jetzt irritierend fanden, wissen Sie sofort, dass Sie das Video nicht weiter gucken sollten oder dürfen, weil es keinen Sinn macht, weil Sie dann die Grundlagen nicht verstanden haben. Nur um das nochmal ganz kurz an dieser Stelle einzubauen. Okay, nachdem wir das haben, wollen wir mal überlegen, was ist Vererbung? Vererbung ist die Idee, dass man neue Klassen schreiben kann, die sich ähnlich verhalten wie andere Klassen. Das heißt genau Eigenschaften von diesen Erben. Und das machen wir ganz einfach mal, indem wir eine neue Klasse schreiben und die heißt jetzt ganz einfach mal Vogel. Ein Vogel, nehmen wir zunächst erstmal an, kann zum Beispiel fliegen, aber er soll sicherlich auch atmen können. Also kleinere Eigenschaften, die er gemeinsam hat. Das kann man dann da ausnutzen. Gucken uns das an, gehen erstmal rein, haben dann hier unsere Klasse und überlegen dann mal ein bisschen, was man dort machen kann. Die erste Sache, wenn ich vererben will, gibt es dafür ein Schlüsselwort. Das heißt Extens. Und ich extens jetzt mal ein Tier. Das ist also die einfachste Idee, die ich jetzt habe. Ich möchte hier eben, dass mein Vogel eben von Tier erbt. Ja, das mache ich mal. Ich übersetze mal und wir sehen, oh, da funktioniert schon sofort nichts. Das ist schade. Gucken wir mal drauf. Konstruktor Tier in Class Tier cannot be applied to given types. Ei, das hat was mit den Konstruktoren zu tun. Und no arguments. Ah, mit einem no argument Konstruktor. Hier steht drin, den will ich jetzt haben. Den gibt es aber nicht. Es gäbe aber einen mit einem String drin. Ja, das beginnt gleich schon mal mit einem spannenden Thema, nämlich wie funktioniert das mit den Konstruktoren? Ganz einfach, diese Klasse, wenn ich sie alleine hinschreibe, nehmen wir mal an, das Extens Tier würde ich wegnehmen. Wenn Ihnen sofort klar ist, eine 1A-Spitzenklasse. Können wir auch noch erstmal gucken. Wir übersetzen mal 1A-Spitzenklasse. Diese Klasse kann dafür genutzt werden, Objekte herzustellen, weil ich den parameterlosen Konstruktor habe. Sehen wir hier dran, 1A-Spitzenobjekt, was wir dort haben. Nicht allzu viele Methoden drauf. Kommen wir später, ganz viel später nochmal drauf, dass es da auch noch was gibt. Aber ist erstmal so. Schön und gut, da ist unser Vogel. Ja, jetzt soll er zum Tier werden. Also Extens Tier, was hier steht. Und dann übersetzen wir und ei, es funktioniert nicht. Genau. Was ist eigentlich jetzt hier passiert? Ich möchte gerne hier einen Konstruktor aufrufen. Und wenn ich keinen habe, wissen wir, es ist der parameterlose Konstruktor. Grundregel ist, wenn Sie Vererbung machen, wird ein Konstruktor der Oberklasse aufgerufen. Der Konstruktor muss in Anführungsstrichen nur zum Konstruktor passen, der ja schon in der Oberklasse mit drin ist. Das heißt also, er müsste explizit einen aufrufen, der da drin ist. Vogel hat einen Konstruktor.
wird ein String übergeben, aber kein Parameter losen. Das heißt, den Fehler kann ich auch hier nochmal recht schön erzeugen, wenn ich hier zum Beispiel das mache wie public Vogel und sowas dann und hier einfach keine Parameter habe und dann einfach hier die Klammern stehen lasse. Das ist also in Anführungsstrichen der gleiche Fehler, den wir hier haben. Das ist etwas unschön, weil das funktioniert soweit nicht, weil ich hier eben diese Struktur drin habe. Ich habe nur eine Chance, wenn ich einen Konstruktor nehme, der eine ähnliche Form hat wie der Konstruktor meiner Oberklasse, wie es auch gerne genannt wird. Also Tier hat einen Konstruktor mit einem String. Jo, dann kann man das ja mal machen. Also korrigieren wir es in Anführungsstrichen mal und sagen, du kriegst auch einen String N und wir übersetzen das Ding und wir sehen es schon dran, da sieht es schon mal immer noch nicht wirklich gut aus in der Form, was wir dort haben. Wenn wir es genau angucken, sehen wir hier dran, sie haben Konstruktor, den wir dort haben. Ah, immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich habe doch jetzt einen Konstruktor mit einem String geschrieben. Found no arguments. Ah, das Problem ist nicht, dass dieser Konstruktor nebenbei fehlte, sondern was passiert beim Objekt erstellen? Und das ist einfach die Grundidee, es wird automatisch ein Konstruktor der Oberklasse zunächst aufgerufen. Es wird also erstmal ein Objekt der Klasse Tier erzeugt. Und dann wird das Vogelobjekt erzeugt. Der Konstruktoraufruf der von einer Oberklasse, den muss ich hinschreiben. Und wie schreibe ich den hin? Ich habe dafür ein neues Schlüsselwort und das heißt super. Und ich mache einfach mal super Vogel, damit sie nicht meinen, dass das N und M und sowas heißen soll, schmuddel ich hier einfach mal ein M rein. Sicherlich nicht das Schönste, aber wir sehen, oh, es ist übersetzt. Und wir sehen daran, dass wir hiermit die Chance haben, den Konstruktor einer Oberklasse zu nutzen. Hätten wir das nebenbei auch machen können mit dem anderen, Sie erinnern sich dran, public Vogel Parameter los, der wurde ja angenüllt. Wir übersetzen nebenbei mal und sehen, mag er immer noch nicht. Ganz einfach, was ruft er aktuell auf? Er macht das hier. Das ist das, was da drin steht. Ohne, dass ich das programmiert habe, das ist genau das Gleiche. Sie sehen, die Fehlermeldung ist jetzt auch gewandert. Wir haben ja immer noch die Meldung dran. Found no arguments stimmt auch, aber required Langpunktstring. Das heißt also, wenn ich den Vogel hier mal Dummy nenne und den super Aufruf darauf mache, sehen wir, das funktioniert auch. Das heißt also ganz einfach, wenn wir eine Vererbung machen, wird im Konstruktor der erbenden Klasse zunächst der Konstruktor einer der Klasse, von der man geerbt hat, aufgerufen. Sollte man nichts angeben, wird versucht, der parameterlose Konstruktor aufzurufen. Den hatte ich gehässigerweise bei Tieren nicht programmiert. Deswegen wird sofort gemault, wenn ich nur irgendwas mit einem Konstruktor hier programmiert habe, egal welche Parameter ich dort habe. Ja, also deswegen habe ich hier diese etwas besondere Form. Ja, oder wir können es einmal kurz angucken. Ja, wir können Vogel erzeugen. Machen wir es ganz einfach mal. Hier Vogel mit dem Namen X. Und da ist er. Und wir gucken uns das Ding an und sehen, ja, es hat einen Namen X. Das heißt, der Name X steckt da auch drin und mit dem kann man arbeiten. Und es gibt eine Ein- und Ausgabevariable auch. Allerdings sind diese Dinge private. Das können wir mal gucken, indem wir mal überlegen, was wir sonst so Schönes da machen können. Der kriegt mal eine Methode jetzt hier. Public. Was kriegt er mal für eine Methode? Machen wir mal eine Void-Methode laufen. Ja, und das soll einfach nur drinstehen, dann, dass ich hier also auf das, Achtung, ich tipp's falsch, Achtung, ausgeben, wir gucken aber gleich mal auf die Fehlermeldung, ausgeben, was wir dort haben, also this.name läuft. Das ist also jetzt mal der erste Versuch, hier eine Methode zu ergänzen. Das soll eine Methode sein, die es sonst eben nicht gibt für einen Vogel. Nebenbei, wir können ja erstmal übersetzen und uns das angucken. Sehen dran, mag er nicht. Erste Sache, was hier drin steht, this IO, IO has private access in tier. Aha, wir wissen ja, private Variablen, auf die kann ich von außen nicht zugreifen. Das gilt auch für erbende Klassen. Die dürfen darauf nicht zugreifen. Ich könnte natürlich jetzt einen Trick machen. Ich könnte in Tier reingehen und hier zum Beispiel so eine Get-Methode schreiben, die auf IO zugreift. Und dann einfach kann ich mir das Objekt holen. Das ist kein Problem. Das wäre auch das gleiche Problem, habe ich nebenbei hier hinten auch schon beim Namen. Wir sehen, den Namen heißt Private Access in Tier. Die saubere oder die meistgewählte Lösung, nicht saubere, die meistgewählte Lösung ist, dass ich eben explizit sage im Tier, hey, davon könnte jemand erben. Also sage ich, wenn jemand davon erbt, darf er auch darauf zugreifen. Und dafür gibt es ein neues Schlüsselwort. Das heißt Protected. Ja, das gucken wir uns mal an. Machen wir hieraus ein Protected. Und übersetzen das und sehen, aha, mein Tier übersetzt und mein Vogel übersetzt immer noch nicht in der Sache, was wir dort haben. Gucken wir mal,
kurz dann drauf beim Tier. Wir haben Protected hier stehen bei beiden, was wir hier nutzen können. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Gehen wir mal hier aufs Übersetzen. Ui, funktioniert auch. Na gut, kleine Macke unseres Werkzeugs gefunden. Aber das waren die Erweiterungen daran. Okay, das heißt also, ich kann das jetzt hier unten nutzen. Ich kann auf Name und I.O. direkt zugreifen, weil meine Variablen protected sind. Die nächste Sache, this.io, war für uns bis jetzt immer die Aussage, in dieser Klasse drin gibt es eine Objektvariable I.O. Die gibt es aber nicht, die ist in der Oberklasse drin. Deswegen ist das hier leider eine Sache, die funktioniert. Ich finde es nicht schön, dass es funktioniert. Aber der saubere Text ist, dass ich hier super schreibe. Wir haben oben schon gesehen, super, alles super mit Vererbung. Also super hat was mit Oberklassen zu tun. Und super heißt nur, irgendwo in der Oberklasse gibt es diese Möglichkeit. Das heißt also, es gibt irgendwo eine der Klassen, von der man geerbt hat. Ich kann natürlich von Tier senden, von einem Tier kann irgendwie, ein Vogel kann von Tier erben, ein anderes Viech kann dann noch von Vogel erben und. Das heißt nur irgendwo weiter oben in dieser Vererbungshierarchie. Vererbungshierarchie heißt nebenbei, Tier ist ganz oben und alle erben davon, so von oben nach unten gemalt. Dann kann man eben sagen, dass man da auf die I.O. irgendeine Objektvariable einer oberen Klasse ist. Auf die kann man dann eben soweit zugreifen. Machen wir es hier nochmal, übersetzen wir die Sachen und sehen, ja, das funktioniert ganz gut. Und ich mache mir mal einen Vogel jetzt hier, einen Dummy-Vogel, das geht jetzt hier auch noch schneller. Und dann kann ich eben hier zum Beispiel gucken und sehen, was da so alles steht. Erste Sache, hier steht was drin mit geerbt. Da steht was von Object, da kommen wir später drauf. Aber hier steht auch geerbt von Tier. Hey, da sind genau die Methoden drin, die es in Tier gibt. Die waren ja sogar alle public, das ist ein Blatt weiterhin sehr sinnvoll. Das bedeutet eben, ich kann hier ganz einfach mal gucken und sagen, hier, oh, Dummy atmet, das ist schön. Dann können wir uns nochmal angucken, Dummy fliegt nicht, obwohl es ein Vogel ist. Das ist nicht so schön. Und wir sehen drin, laufen kann er natürlich auch, Dummy läuft. Mal gucken, wenn ich nochmal laufen mache. Ah ja, ich habe das Backslash N vergessen. Habe ich doch irgendwas im Gefühl gehabt, da in der Form. Dann ist es da soweit drin. Okay, das heißt also, das hier funktioniert erstmal so halbwegs brauchbar. Aber wir haben gerade schon festgestellt, also die Sache mit dem Fliegen, das ist nicht so schön. Deswegen gibt es einen nächsten Schritt. Ich nehme mal diese Methode hier ganz einfach her und packe die jetzt ja auch hier rein. Glatt gelogen. Hier packe ich sie rein. Das heißt also, ich habe jetzt hier meine Methode Fliegen drin. Und das ist, ich übersetze das erstmal, kein Problem. Das heißt also, wir können Methoden in einer Klasse überschreiben. Das heißt, ich erbe davon und sage, ich möchte gerne, dass meine Methode Fliegen sich neu verhält. Was soll sie neu machen? Mein Vogel soll fliegen können. Dann in der Form, wie das so aussieht. Das heißt, ich bin in der Situation drin, dass mein Vogel jetzt fliegen kann. Dann machen wir hier mal ein Übersetzen drauf und sehen, funktioniert. Und dann gucken wir mal an, machen wir mal unseren Dummy-Vogel wieder. Wir sehen dran, dass wir fliegen können und wir sehen, Dummy fliegt. Mal gucken, wenn ich es nochmal mache, sieht man es hier schöner. Dummy fliegt immer noch. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation drin, dass man hier sagen kann, diese Methode hier überschreibt die Methode einer anderen Klasse, nämlich der Klasse Vogel. Nebenbei, um das kenntlich zu machen, gibt es eine Möglichkeit, da eine Annotation hinzuschreiben. Mal gucken, add. Diese Annotation heißt add override. Annotationen haben wir schon bei den Tests kennengelernt. Sind da sehr hilfreich, deklarieren eben ein gewünschtes Verhalten. Und ich sage gerne, ich möchte gerne, dass meine Methode das überschreibt. Machen wir es mal und sehen, funktioniert 1a spitzenmäßig, kein Problem. Dann kann man sich fragen, brauche ich das Override überhaupt? Antwort, nö, haben wir gerade gesehen, hat 1a spitzenmäßig übersetzt. Aber es verhindert einen dicken Fehler. Nehmen wir mal an, ich kann nicht ganz so genau fliegen schreiben, mache einen kleinen Tippfehler rein. Dann übersetze ich und dann sehen wir, hey, das geht auch. Und dann kann ich wieder mal einen Vogel machen. Dann ist mein Dummy jetzt hier. Ups, keinen Dummy habe ich jetzt hier. Egal, mein Vogel X. Egal, ist da. Und dann kann ich eben hier ganz einfach hingehen und zum Beispiel sagen, ach, du sollst fliegen. Da fliegt er. Und wir sehen, fliegt nicht. Er fliegt nur mit dem falsch geschriebenen Fliegen. Das ist nicht so schön. Das heißt also ganz einfach, das Add-Override hat eine relativ plumpe, aber wichtige Aufgabe. Ich behaupte, dass ich was überschreiben will. Bitte guck mal nach, ob es auch so ist. Deswegen, wenn ich jetzt auf Übersetzen gehe, sehen wir, kriegen wir hier eine Fehlermeldung. Die ist relativ klar. Method does not override or implement a method from a supertype. Ja, das ist dann halt so. Also muss man da mal gucken, was damit los ist und stellt fest, ich kann Fliegen nicht schreiben. Deswegen kommt das Fliegen jetzt hier rein.
und wir können dann damit etwas schreiben. Machen wir nochmal ein Übersetzen drauf und machen nochmal einen Vogel, diesmal doch den Dummy-Vogel. Und dann sehen wir eben dran, aha, wir können auch nebenbei von Tiererben, wenn Sie es genau angucken, sehen Sie hier dran atmen, ist klar. Dummy atmet nur nach wie vor. Und beim Fliegen steht hier schon drunter, redefiniert in Vogel. Das bedeutet eben, dass diese Methode irgendwo überschrieben wurde. Und wenn ich draufgehe, sehen Sie, kann ich diese Methode alleine erstmal so nicht nutzen. Ich kann diese Methoden so direkt nicht nutzen, weil die halt überschrieben wurde und dann wird der Code hier ausgeführt. Das ist so die Grundidee, die man dafür nutzen kann. Also habe ich damit die Chance, eben die Methoden so weit zu verändern. Nächste Sache. Wie sieht es eigentlich mit toString aus dann in der Sache? Das haben wir jetzt hier an Tier geschrieben. Das ist natürlich relativ klar, da kommt Tier Doppelpunkt Dummy raus, weil ich habe da nichts Besonderes reingeschrieben. Was könnte ich machen? Ich könnte die Methode ganz einfach natürlich toString auch überschreiben. Wäre auch okay, aber wir sehen drin, die Methode funktioniert trotzdem soweit. Das geht also 1a spitzenmäßig dann in der Form, was wir machen können. Ja, dann gucken wir uns nochmal an. Vogel ist jetzt ja auch ein neuer Typ und Tier auch. Dann wollen wir da nochmal eine kleine neue Sache uns angucken. Ich mache das mal hier. Lass das einfach hier so mal stehen. Und ich habe ja oben schon diese Util List da oben genommen oder genauer gesagt, ich mache mal daraus erstmal noch eine Array List. Über List reden wir später. Sorry. Also machen wir mal eine ArrayList. Also ArrayList. Und ich mache mal eine ArrayList mit Tieren drin. Also ArrayList Tier. Und dann gucken wir uns das mal an und sagen ganz einfach, du bist die Liste L1. Das ist gleich New ArrayList. Haben wir hier eine brave Liste in der Form und dann können wir eben hier was reinpacken. Also L1.add. Machen wir es mal New Tier. Nehmen wir einen Namen dazu, damit wir dort was stehen können, haben in der Form und haben dann eben dieses Tier dazu und machen noch die nächste Sache im Add und sehen dann drauf, dass wir hier eben einen Vogel dazu packen. Also New Vogel wird dann unser Dummy-Vogel sein, den wir dort haben. Soweit so gut. Das ist eine normale Liste, zur Sicherheit übersetzen wir mal, funktioniert generell schon mal ganz gut. Ja, und dann wollte ich ganz einfach mal für diese Liste mal gucken, was passiert, wenn ich sie atmen und fliegen lasse. Da kennen wir ja die schönen Vorschleifen zu und wir wissen, wenn wir über eine Liste iterieren wollen und da keine Nummern für brauchen, für die Platzierung, an welcher Stelle die Sachen stehen, nutzen wir ganz einfach die Möglichkeit einer For-Each-Schleife. Für jedes Tier T in meiner Liste L1. Mache Folgendes, da bin ich mal ein bisschen langweilig und kopiere einfach mal die beiden Freunde, die hier stehen, weil ich die gerne da drin stehen haben möchte. Also haben wir dann T1 atmen und fliegen. Das wird natürlich auch gehen, aber es heißt in der Schleife jetzt hier T drin. Ja, das sind die Möglichkeiten. Machen wir mal ein Übersetzen drauf. Sieht schon mal ganz gut aus. Lass uns mal laufen und sehen daran, okay, erstens wird Harald rausgenommen. Das ist ein Tier, atmet und fliegt nicht. Dummy atmet und Dummy fliegt. Ui, da sollten Sie schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Überlegen wir. Erste Sache, die wir kennengelernt haben, ist, wenn ich eine Variable vom Typ Tier habe, kann ich dort auch einen Vogel zuweisen. Generelle wichtige Regel ist, ein Objekt aus einer erbenden Klasse kann immer einer Variable vom Typen der beerbten Klasse zugewiesen werden und sollte sich bitte auch ähnlich verhalten. Natürlich kann ich das Verhalten völlig abändern, aber Grundregel der Objektorientierung ist eben, das Verhalten soll ähnlich sein. Es soll sogar so sein, dass es nur nichts Neues macht, sondern nur maximal alte Fälle noch ein bisschen einschränkt dann in der Form. Das ist die typische Regel, die es für die Vererbung hier gibt. Also ich kann hier eine Zuweisung machen. Das kann ich hier oben nebenbei auch nochmal zur Sicherheit machen. Machen wir mal hier noch ein Tier T2. Dann kann ich hier eben einfach einen Vogel zuweisen. Also hier Vogel oder sowas mit dem Namen. Interessant. Okay, und dann kann ich eben hier nochmal T2 Punkt fliegen lassen. Mal gucken, da steht es auch drin, was wir dort haben. Ja. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Wir gucken uns das hier auch nochmal an und sehen dran, dass eben hier Pick fliegt. Das bedeutet im Klartext, es ist eine Variable vom Typ Tier, aber sie hat als Typen das Objekt, was in der Liste hier drin steht oder hier direkt zugewiesen wird, hat den Typen Vogel. Eine Klasse, die von Tier erbt. Nur dann geht es. Und auch nur so rum.
Ja, dann ist es so, wenn jetzt eine Methode aufgerufen wird wie Fliegen, hängt das nicht davon ab, dass dieser Typ hier relevant ist, sondern es ist für T2 relevant, welcher Typ hier bei der Objekterzeugung da war. Und der Typ war Vogel. Und dann wird für diesen Typen geguckt, gibt es für diesen Typen eine Methode namens Fliegen? Und dann wird die ausgeführt. Sollte es die Methode Fliegen nicht geben, dann wird in die Oberklasse gegangen und geguckt, hey, ist da eine Methode drin? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich T2 atmen lasse. Das heißt, bei T2 atmen wird jetzt eben in der Klasse Vogel geguckt, hast du eine Methode atmen? Ist nicht. Geh eine Klasse hoch, dann sind wir bei Tier. Hast du ein Atmen? Jawohl, dann führe das aus. Und das wird für jeden Methodenaufruf gemacht. Der wird ja immer mit einem Objekt verknüpft, was davor steht. Wir gucken uns den Typen der Objektvariablen an und beginnen in dem Typen diese Methode zu suchen. Wenn ich nebenbei sowas mache, ist auch relativ klar, ich gehe hin und gucke im Vogel, hast du Atmen? Hat er nicht. Dann gehe ich in Tier rein, hast du Atmen? Gibt's nicht. Dann gucke ich rein, ja, dann weiß ich eigentlich, von der Vererbungsgeschichte her bin ich zu Ende, dass es die Methode nicht gibt und kriege dann eben diese Fehlermeldung raus. Das ist die, die dann hier angezeigt wird. Ich habe also die Möglichkeit, hier drüber zu gucken, welche Methode ausgewählt wird. Der Begriff wird später nochmal genauer erklärt, heißt dynamische Polymorphie. Es wird zur Laufzeit geguckt, wenn ich eine Variable habe, wenn ich ein Objekt habe, genauer gesagt, welchen Typen hat das Ding? Der Typ steht hier, nur hier, der Stelle, wo es erzeugt wird, und da suche ich dann los, wo ist es denn gewesen oder gibt es diese Methode da. Genau das gleiche hier auch. Hier steht das für den Vogel. Das ist eben das zweite Element in meiner Liste drin und dann wird da geguckt für Atmen. Okay, nicht in Vogel drin, aber in Tier. Und dann eben für Fliegen. Oh, das ist in Vogel drin und deswegen fliegt mein Dummy, was hier drin steht. Das sind also erstmal so die Grundideen, wie man hier so mit der Vererbung umgehen kann, was da so grundsätzlich möglich ist.